Hi ihr Lieben und herzlich willkommen beim Mami-Blog. Ihr habt schon gesehen, es geht in diesem Video ums Badezimmer. Unseres ist nur 5 Quadratmeter groß und muss für uns alle 4 ausreichen. Denn alles, was wir sonst noch haben, ist ein noch kleineres Gästebad. Bis jetzt habe ich unser Badezimmer nie in Angriff genommen, weil wir zur Miete wohnen, ich nicht weiter in die Fliesen bohren darf und ich dachte, dass alles, was ich da noch reinstelle, das Bad nur noch kleiner macht, als es sowieso schon ist. Und deswegen habe ich bis jetzt alles immer irgendwie ausgelagert, was eigentlich ins Bad gehört. Und ehrlich gesagt war das die ganze Zeit ziemlich unpraktisch und alltagsuntauglich. Und jetzt hat es mich aber endlich gepackt und ich zeige euch in diesem Video, wie man selbst ein mini kleines Badezimmer zu einem gemütlichen, praktischen und funktionierenden Familienbad umgestalten kann. Und wie ihr mehr Stauraum, mehr Ordnung und mehr Spaß reinbringt. Viel Spaß bei diesem Video. Ich beginne mal mit dem Kapitel Stauraum schaffen. Wir hatten weder Regale noch Schränke. Alles, was da war, war dieser kleine Badezimmerunterschrank. Der war sehr klein und man konnte wenig unterbringen. Deshalb habe ich zuallererst den ausgetauscht durch eine sehr viel geräumigere und ein bisschen schönere Alternative. Der nächste Punkt, der mich gestört hat, ist der alte Heizkörper, der hier irgendwie mitten im Weg hängt. Hier dachte ich, dass ein kleines Sideboard praktisch wäre, weil erstens wegen der praktischen Ablage, zweitens kann die Klorolle daran befestigt werden, auch ohne in die Wand bohren zu müssen. Und drittens lassen sich dann noch praktische Teleskopstangen oder Duschstangen ganz einfach daran befestigen, wo man zum Beispiel die Sitzverkleinerung anhängen kann, Handtücher trocknen kann oder ähnliches. Die Klorollenhalterung habe ich selbst gemacht und die finde ich irgendwie ganz schön. Dafür habe ich ein Stück Seil genommen und eine kleine Schlaufe aus Paketchen an den Enden befestigt, an die dann je ein Karabiner drankommt. Für das Sideboard, da habe ich im Prinzip alles einfach nur ausgemessen, bin in den Baumarkt gefahren, habe mir alle Bretter und Beine direkt dazu sägen lassen, sie weiß lackiert und danach alle Bretter und Beine zusammengeschraubt. Unten habe ich noch Tesamoll dran geklebt, das sorgt so ein bisschen für einen rutsch- und wackelfesteren Stand und schützt von unten auch noch mal ein bisschen vor Feuchtigkeit. Als nächstes habe ich an einziger Stelle, an der ich bohren durfte, knapp unter der Decke 2 Regale angebracht. Natürlich die perfekte Stauraumlösung in einem so kleinen Bad. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum ich das nicht schon eher gemacht habe. In der Dusche hatten wir eine einfache Teleskopstange mit Duschvorhang über die gesamte Länge, was in so einem kleinen Badezimmer eigentlich Platzverschwendung war. Deshalb habe ich mir gedacht, eine Übereck-Lösung wäre eigentlich praktischer. Wir haben jetzt zwar den großzügigen Badewannenplatz gegen den normal großen Duschplatz ausgetauscht und ich bin damit weitaus mehr happy als mein Mann, aber ich hatte ja noch was vor mit dem neu gewonnenen Platz und deswegen ist er letztlich auch okay damit, denn hier soll ein Platz für eine möglichst einfache Wasch- und Wickelkombi für Yannick und Lia her. Ganz einfach angedacht. Für den Waschtisch habe ich einfach in ein Brett einen Kreis gesägt. Hier soll gleich so ein faltbares Silikonsieb als Waschbecken rein. Das ist einfach viel leichter als Keramik oder Metall und das Sieb sorgt dafür natürlich, dass ich keinen Abfluss brauche und ich kann es zusammenfalten. Das fand ich halt praktisch. Für den Wasserhahn braucht man einen passenden Aufsatz für die Bohrmaschine und kann jetzt ansetzen und mit so ein bisschen Geduld ein Loch für den Wasserhahn reinschrauben sozusagen. Man kann jetzt das Waschbecken und den Wasserhahn mit Silikon abdichten. Ich habe da bewusst drauf verzichtet, weil ich mir die Möglichkeit offen halten wollte, beides nach Bedarf ganz einfach rausnehmen zu können. Damit so lange wie möglich haltbar ist, habe ich das Brett doppelt lackiert. Spritznässe muss allerdings immer trocken gewischt werden, weil es halt Holz ist und kein Plastik. Den Wasserhahn kann man jetzt einfach mit einem Schlauch und mit einem Adapter an der Mischbatterie befestigen. Der Adapter, der sorgt dafür, dass man umstellen kann, aus welchem Schlauch das Wasser kommt. Das ist natürlich wichtig, weil wir wollen ja auch noch damit duschen. Also in dieser Position kommt Wasser aus dem Wasserhahn und in dieser hier kommt das Wasser aus der Dusche. Das Brett ist natürlich auch einfach immer wieder zu entfernen. Da dreht man nur den Schlauch ab und nimmt das Brett weg. Ich habe das Waschbrett jetzt noch mit einem Zusatzbrett verlängert, das ich mit Hilfe von Magneten am Waschtisch befestigen kann. Das füllt bei uns genau die noch freie Fläche und dient als Auflagenerweiterung für Lias Wickelunterlage. Damit sie nicht wegrutschen können, habe ich auch hier nochmal die Unterseite mit Tesamoll beklebt. Das Brett liegt bombenfest auf dem Wannenrand auf, ich kann es aber trotzdem einfach nach oben hinwegnehmen. Dass man sein Baby hier nicht alleine liegen lassen darf, das muss ich natürlich nicht extra sagen, trotzdem mal lieber kurz erwähnt. Meine Wickelcaddies leisten mir hier treue Dienste. Ich wickel übrigens auch Lia mit Lillidoo. Die Windeln haben sich bei uns bewährt. Sie scheinen mega bequem zu sein, weil sie sehr weich sind. Und ich finde die Abo-Funktion auch wirklich super praktisch, weil ich für meinen Teil mit den beiden Kindern schon genug auf Achse bin. Da brauche ich nicht auch immer noch Windeln zu kaufen. Kostenlos testen geht übrigens bei Lillidoo auch. Ich verlinke euch das Testpaket in meiner Infobox unten. Da verlinke ich euch alles aus diesem Video hier auch. Ich sage es jetzt noch nicht jedes Mal immer wieder. Badutensilien, bei denen nicht gebohrt werden muss, fand ich jetzt ein bisschen spärlich zu finden, deswegen hier einmal das Ergebnis meiner Suche. Es gibt 2 Methoden, die besser halten als Saugnäpfe, und zwar einmal die Vakuumtechnik, bei der man das Basisteil an der gesäuberten Wand platziert, dann eine Spritze ansetzt und ein paar Mal dran zieht und damit praktisch die Luft aus der Kammer pumpt und dann setzt man einfach nur noch so ein Abschlussteil drauf. Und hier gibt es ziemlich viele verschiedene Badutensilien,
die alle exakt gleich angebracht werden. Man muss nur darauf achten, dass die Fläche vorher trocken und fettfrei ist. Im Prinzip ähnlich wie bei Saugnäpfen, sie halten allerdings eine sehr viel stärkere Last. Versetzen ist auch kein Problem, dafür drückt man hier aufs Ventil und lässt so wieder Luft in die Kammer. Die zweite Technik nennt sich Statiklock und das ist wohl der Testsieger von allen möglichen Haft-, Klebe- und Saugnäpfen. Mich überzeugt es auch, erinnert erstmal an großen Aufkleber, ist aber keiner. Das Ganze hält durch statische Aufladung. Das Versetzen geht ohne Probleme und klebt an anderer Stelle genauso stark wieder und wieder. Hier gibt es jetzt auch verschiedene Badutensilien von zum Beispiel Halterungen für Rasierer, aber auch Handtuchhaken oder noch größere Wandhalterungen. Das war's bei MamiBlog. Ein zweites Video zum Badezimmer ist schon in Arbeit und auch ganz bald schon online. Da geht's allgemein um kurze Tipps und Tricks, die das Familienbad ein bisschen ordentlicher, übersichtlicher und vor allem aber auch sehr viel kinderfreundlicher machen. Ich sage jetzt aber erstmal Tschüss und hoffentlich dann bis zum nächsten Video.